OceanEye 10.1 rollt nun als Update für das P30 aus und kommt mit Änderungen daher, die ich bereits fürs Mate 30 Pro vorgestellt habe. Schaut euch also das an, wenn ihr mehr erfahren wollt. Die Änderung in der Kurzübersicht Always on Display kann nun mit eigenen Themes bearbeitet werden. Gleiches gilt für die Fingerabdruckanimation, die nun eingestellt werden kann. Multi-Windows-Support wie beim Mate 30 Pro oder Mate XS ist nun dort, also man zieht von der Seite ein Dock rein. Geräteübergreifende Kooperation, also Anrufe am PC annehmen oder Dateien einfach teilen zu können, ist auch mit dabei. Und der geräteübergreifende Browser ermöglicht das Durchsuchen von Fotos und Videos auf einem anderen Huawei-Gerät. Ganz neu ist der Huawei Assistant, der nun zentraler Bestandteil des Systems ist und anstatt des Google Feeds auf dem Homescreen angezeigt werden kann. Und ganz zum Schluss wurden noch die Mai-Sicherheitsupdates mit integriert. Das sind also die Änderungen. Viel Spaß beim Updaten.